Wollen wir uns... Es gibt zwei Finale, okay. Dieser Wagen soll irgendwo im Osten von Montalino stehen. Und wie viel Championships muss man dann noch fahren? Also ich meine, ich hoffe, je mehr, desto besser. Ist das dann ein Jahr später oder ist das... Da muss man sehr lange fahren. Okay, cool. Das ist doch schön. Sollen wir Auto, sollen wir Scheunenfunde machen oder sollen wir weiterfahren? Ich würde sagen, wir fahren weiter und wenn uns der Weg dahin führt, dann machen wir sie direkt vor Ort. So, was haben wir denn jetzt noch übrig? Wieso steht denn bei manchen 1 von 3 und bei manchen nicht, obwohl ich schon alle gefahren bin? Komisch. Da muss man sehr lange fahren. Heißt das, dass man beim Finale lange fahren muss oder auf dem Weg dahin die ganzen Meisterschaften? Bin Penningags, muss morgen früh aufstehen. Oh du Scheiße, alles klar, Dennis. Merci fürs Vorbeischauen. Schlaf schön und träumen süß. Bis denn, nö. Hot Hatch. Hot Hatch ist aber nicht Drifting, ne? Okay, das Finale selbst dauert lange, alles klar. Ich fahre alles, solange es nicht Drifting ist. Weil Drifting gebe ich mir nicht, das ist nicht meine Welt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, 35. Mal ist schon okay. Was gibt's denn da? Hot Hatch Championship, Hot Hatch Retro. Fangen wir mal mit dem ersten an. Haben wir eh schon Auto? Was ist denn das? Retro und den Golf GTI MK2 Pilz, danke. Bin ich jetzt richtig eigentlich? Retro. Achso, der abgebildet ist. Lol, den Corsa. Also der empfohlen ist. Okay, mach mal. Wenn du schon so präzise sagst, so machen wir das. Schau trotzdem noch, was es noch so gibt hier. Oh, ja, geil. Der ist auch nice. Clio Williams. Okay, fahr mal den. Direkter Wunsch, mach mal. Mach mal. Mama. Ui, was haben die denn für Skins hier? Das schaut da so nach nichts aus, so schmerzig, ich weiß nicht. What the fuck ist das? Oh Mann, er ist so hässlich hier. Hässlich hier. Ist aber jetzt auch nicht so toll, ne? Ja, ich hatte kurz Ton aus wegen Husten. Das ist doch stylisch hier. Welchen Skin bevorzugt ihr denn? Mir ist es eigentlich egal. Ich sehe das eh meistens aus dem Cockpit her. Achso, Tractor sind wir schon gefahren. Eben gerade, also vor dem Lambo sind wir gefahren hier, Lucky TV. Wir sind gestern zum Streamende der V8 Ariel Atom gefahren und heute sind wir auch schon gefahren, diese Dinger, beide Events schon. Matt Schwarz, also den hier nicht... Ist das Matt Schwarz? Nee, das ist ja... Das, was ich so komisch fand, wo man nichts erkennen konnte. Den hier hat noch wer Schattenmodus und PSN gekauft. Ja, nehme ich jetzt einfach. Fahr mal los. Genug erzählt, gemacht. Action jetzt hier. So, bevor es sich eh wieder hier.
Bevor sie es wieder aufhängen, müssen wir schnell fahren hier. Müssen wir schnell fahren, Ladies. Es hängt sich beim Laden oft auf. Ich schau mal, wie der sich fährt hier. Ach du Kacke. Echt? So gefällt er dir? So matt? Mach das Alter, yo, kenne ich. Kenne ich. Aber sind wir echt gefahren, ohne Scheiß. Gerade vorhin, vor dem Lambo sind wir das gefahren hier. 400 Meter nach links abbiegen. Ist ja süß. Nach links abbiegen. Was ist für ein Dreckstall neben uns hier? Aber hey, so haben wir immerhin ein paar Xbox-Füße im Programm. Muss ja auch mal sein. Liebe Matt Schwarz, mein Lieblingsgolf, okay? So, dann driven wir mit dem. Wir lassen aber schon Stock. Wir tunen nicht. Ist doch cooler, das Originalauto zu erleben. Mr. Big Country. Achso, was haben wir denn gemacht? So um 11 oder so, glaube ich, war das hier. Lucky TV. Aber wir fahren ja alle Meisterschaften. Von daher. Brrrt. Ja, jetzt habe ich wieder. Ja, man sieht, dass ich nicht hinschaue. Muss man kurz husten, Moment. Man merkt aber echt, wenn ich nicht hinschaue, wie ich dann fahre. Aber wie nett die Autotour immer auf der falschen Straßenseite vorbeiführt. Wenn du den tun würdest, schafft er auch die 300, voll nice. Warten auf dich, so schaut das zumindest aus. Klar, bin ja Boss hier, oder? Mit meinem MK2 hier. Mit meinem Mortal Kombat 2. Golf hier. Jetzt regnet's, geil. Nichts anderes als sonst. Hier geht's dann auch, hier weichen die ja aus. Wenn du bei The Crew fährst, gegen den Geist, der fährt dir durch die Autos durch. Der fährt dir durch die Autos durch. Und dann siehst du das nicht und dann rennst du voll dagegen. Weil der Geist fährt ja meistens die Optimallinie, der Gold- oder Platin-Geist bei The Crew. Der fährt einfach durch den Verkehr durch. Aber passt hier, sieht man schön, schönes Cockpit. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Das war auf das Fahren bezogen. Jo, dachte ich mir, passt ja. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, zum Glück fahren wir nicht gegen die anderen hier. Hast du das Auto selber? Null Tiger? Privat? Oder hattest du es mal oder so? Ja, also von der Performance her schon. Hat schon ziemlich. Ist schon ziemlich oft eingebrochen. Aber so, das Spiel an sich selbst war okay.
So mit den ganzen Ideen und so. Müssen sie aber noch einiges nachpatchen. Aber das machen die schon. Ja, weiß ich ja, dass ich komisch fahre, darf ich es, egal mit welchem Auto. Das gelernt sich ja nicht, der bleibt ja genauso seltsam. Nee, will ich als erstes Auto haben. Bin 16 Jahre alt. Ah, okay, passt ja. Dann hast du. Das ist ein gutes erstes Auto bestimmt. Okay, das hier ist die Retro Hot Hatch Meisterschaft. Manche Leute wissen den 80er Hatch einfach nicht zu würdigen. Aber du gehörst eindeutig nicht dazu. Such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Das nächste Rennen ist hier. Wenn man jetzt alle Autos hochzüchten würde, würde es ja auch funktionieren. Aber ich finde es nicht schlecht, immer so original zu sehen. Ich meine, klar, wenn wir die hochzüchten, können wir fahren. 300 in jedem, aber... Ist da nicht jedes gleich dann? In 100 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Was kostet so dieses Auto in echt? Sie haben ihr Ziel erreicht. Ist halt noch so stylisch, klassisch, eckig. Das finde ich super. So wie die alten Dreier waren auch super schön eckig, so haben mir mehr gefallen. Nur wegen dem Stream kaufe ich mir eine One mit Horizon 2. Tolles Spiel. Oh. Ist das jetzt gut oder schlecht, Mike? Nur wegen dem Stream. Muss ich mich jetzt entschuldigen? Und sorry fürs Husten, ich habe etwas Halsweh. Deswegen habe ich ja doch später etwas angefangen. Ging mir nicht so gut. Aber musst halt schauen hier, Mike. Wegen einem Game musst du schon schauen, dass du dir noch... Ja, ist halt dann schon hier... Eine Rieseninvestition. Das Spiel mit der One. Ich bin ja die Sachen, die ich halt hab, immer noch teilweise am Abzahlen hier. Also, gehört ja nicht immer alles mir. Teilweise noch der Bank oder mein... So, das Ganze. Es ist ja nicht so, dass ich mir das alles leisten kann. Ey, Alter, what the fuck? Ja, stimmt, da gebe ich dir schon recht hier. Mit den Ansätzen sind gut, aber das Ganze mit dem Fahrverhalten und so, ja. Am PC hat mich enttäuscht, dass es so, ja, seltsam lief. Nicht immer gleichmäßig. Mal schneller, mal langsamer. Ihr müsst schon noch an der Engine schrauben. Der Bank oder dir, ja. Ja, der Bank halt, also. Das ist aber eigentlich die beste Antwort, weil es kommen immer rein und fragen sich, wie ich mir das Ganze holen kann. Also es ist leichter, wenn nur von der Bank mehr oder weniger. Hatte einen dicken... Moment, ich muss... Auf der Gerade versuche ich zu lesen. Das ist eine Alienware Notebook für 2000 Euro. Ich habe wieder verkauft, da ich nur CSGO spiele. Ja gut, für CSGO lohnt sich ja sowas doch nicht. Sonst hätte ich dir ein Grid Autosport empfohlen. Ja, da kann man noch Geld verdienen. Ja. Also ich fand Grid Autosport eigentlich ganz okay. Viele haben sich beschwert. Ich finde, es ist ein guter Mix von Grid 1 und Grid 2. Mit den ganzen Strecken und den ganzen Autos. Und ist ja das letzte Spiel mit der Engine von Codemasters. Ganz. Na gut, das Formel 1 ist auch nur mit der alten Engine. Erst 2015 kommt die neue Engine im März. Aber gut. Ich fand es nicht schlecht. Also. Ich habe es jetzt nur. Einen Tag gestreamt, so toll fand ich es jetzt auch nicht, aber ich fand es nicht schlecht. Besser als 1 und 2. Da es mehr so auf Racing gedacht war. Fuck, muss husten, Moment. Echt, fandest du 1 besser? 1 war mir doch zu sehr krass Arcade. 2 war schon besser,